Hier fehlen schon wieder welche. Leute, ich glaube... Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Entschuldigung, ich weiß, ich habe mich doof angestellt, aber ich habe... Wo ist es da? Merkt ihr, es kommt immer ein neuer raus, sobald ein Soldat ausgebildet wird. Deswegen warte ich jetzt, bevor ich das abreiße, weil das wäre jetzt einfach nur eine Verschwendung von Rohstoffen. Wie gesagt, sorry, es hat bei mir ein bisschen gedauert, aber jetzt hat es doch hoffentlich so ein bisschen Klick gemacht. Deswegen, das lassen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe stehen und rühren das nicht weiter an. Ich guck mal kurz, ob das was bringt, wenn ich hier noch 5 weitere Pioniere dazu hole und die hier hinten einfach mal machen lasse, aber ich befürchte nicht. Nope, nicht wirklich. Gut, das heißt, ich habe vermutlich ein bisschen zu früh das ein oder andere Gebäude abgerissen. Tut mir leid. Entschuldigt meine Blödheit. Warte mal. Ja, da hinten wird er tatsächlich, glaube ich, nicht stören. Wie gesagt, sorry, ich habe dann das Prinzip, glaube ich, noch nicht ganz verinnerlicht. Ich muss die Wohnhäuser einfach mal schlichtweg ein bisschen stehen lassen. Deswegen kommt da jetzt auch noch ein weiteres hin. Dass wir auch genug Platz für die Einwohner haben. Und wie gesagt, hasst mich bitte nicht dafür, dass ich... Huch! Okay. Du konntest da einfach so durchrennen. Das finde ich interessant. Ich habe nämlich gar nicht hier auf die Karte da oben links geguckt. Deswegen amüsiert mich das gerade ein wenig. So, da hätten wir die Lücke. Dann sei doch mal so gut und mach mal da die Lücke bitte zu. Oh, jetzt hat er mich. Jo, da wird gefeuert. Na gut. Hier hinten hat er wohl Soldaten. Hier vorne eher weniger. Wen habe ich jetzt bitte markiert? Und vor allem warum? Ich glaube, ich hatte noch den Soldaten markiert. Ich glaube, das war einfach ein Bug. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß es gerade nicht genau. So, der Weg ist geschlossen und siehe da, die Planierer sind schon auf dem Weg. Das ist doch herrlich. Ist das herrlich? So, Bretter haben wir auch schon ohne Ende. Finde ich super. Dann dürften auch die Gebäude hier schnellstens gebaut werden. So, da fehlt natürlich Reis, klar. Aber den werden wir ja baldigst kriegen. So, guck, 4 Bogenschützen haben wir schon. Einiges an Manpower finde ich gut, aber noch nicht gut genug. Da muss noch was kommen. Du bleibst noch ein bisschen weiter stehen. Wir brauchen nämlich noch mehr Larrys, die da rauskommen. What next, what next? Ja, wie gesagt, wir müssen erst mal gucken, dass der Reisbauer hier Gas gibt. Ich denke, ich werde auch einen zweiten machen und einen kleinen Tempel vielleicht sogar hier neben bauen. Gut, dann ist der hier oben mehr oder weniger umsonst gebaut, aber... Pff. Nee, Quatsch, ist er gar nicht... Oh, ich depp, Quatsch. Was mache ich denn da? Ich bräuchte erstmal eine weitere Destille, bevor wir darüber reden. Dass wir da noch einen Tempel hinbauen. Da sollte ja entsprechend mein Fokus drauf liegen. So, wie schaut's aus? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Statistik hier richtig lese, aber... wir gucken mal. So, sehr schön. Hier haben wir schon einiges am Material liegen. 3 Bretter. Vielleicht sind hier zwischen den Bäumen noch ein paar unterwegs, aber sieht nicht so aus. Egal. Ja, da oben ist aber noch was unterwegs. Vielleicht auch hierhin. Siehst du schon. So, ihr seid da oben noch am Grenzerweitern. Schön.
So, dann haben wir auch bald endlich ein bisschen Reis. Sehr schön. Ich mag Reis. Ja, leider reicht das Mana hier noch nicht, obwohl wir jetzt schon den zweiten Tempel, glaube ich, fertig haben. Yep. Muss wohl noch ein weiterer Tempel her, wa? Also befürchte ich gerade zumindest irgendwie. Komm, einfach aus Prinzip hauen wir da jetzt nochmal einen Holzfäller hin. Dass wir da auch ein bisschen was sehen. So, und wir bräuchten jetzt echt mal ein bisschen Mana. Deswegen, lieber Reisbauer, wenn du einmal da bist und angefangen hast, deines Amtes zu walten, dann gib bitte Gas. Ich glaube, ich hätte mich weniger in diese Richtung fokussieren sollen bei der Grenzerweiterung, sondern mehr nach hier unten hin. Das hätte mir, glaube ich, mehr geholfen. Ja, hätte Fahrradkette. Ich wäre mal wieder geneigt, ihm Hallo zu sagen, aber ich möchte es nicht überstürzen. Ich hoffe, ihr versteht das. Dass ich da ein bisschen angespannt bin. So. Aber die Schinkenproduktion, die läuft. Und das heißt, wir können hier den Fisch auch wieder voll und ganz der Goldmine rüberschicken. Okay, ich glaube, jetzt kommt hier tatsächlich keiner mehr raus. So, und du bist gerade fertig. Traumhaft. Hinfort. Würde ich sagen, könnten wir doch mal hier ein Spätum hinbauen. Und ihn einfach von hier oben ausspähen. Hm. Viele Fische. Steinfluch, okay. Schneeschmelzen. Bei Schneeschmelzen weiß ich nicht, was es bringt. Man kann das nur hier anwenden. Man macht das dann ein See und zerstört es die Umgebung. Das weiß ich nicht. Da wäre mal eure Hilfe gewahrt, weil ich möchte das Mana jetzt nicht dafür verschwenden, um das auszuprobieren. Ich glaube, es wurde auch schon kommentiert. Aber ich habe sie just in diesem Moment nicht auf dem Schirm. Wenn ich den Kommentar finde, werde ich es natürlich nochmal nachlesen. Wie gesagt, wenn ich es finde. Ich habe echt das Gefühl, ich mache hier irgendwas mit den Häusern falsch. Da brauche ich mal euren Input, weil irgendwie, ich dachte, da kämen 100 raus. War zumindest bei den Römern immer so. Was mache ich falsch? Soll ich die stehen lassen? Ist das Abreißen der Fehler? Ich weiß es nicht. Oder kommen die hier immer noch nach und nach raus? So, bevor du jetzt noch mehr Eisen kriegst und die Waffenschmiede nix. Du findest kein Holz mehr. Ja, dann würde ich sagen, hast du doch mal ausgedient. Boah, einmal dieser Zauber und dann hätte auch mal diese wunderschöne Waffenschmiede hier ein paar Waffen. Und dann würde der Bär steppen. Aber gut, bis dahin wird es noch ein wenig dauern. Was sagt denn die Truppenstärke? Ja, ein bisschen was haben wir durchaus schon. Vielleicht würde es auch schon reichen. Weiß ich nicht. Aber wir spähen jetzt mal hier aus und gucken mal, was der Feind da so stehen hat. Vielleicht machen wir auch noch einen kleinen Stresstest vor dem Großangriff, dass wir einmal angreifen, um seine Soldaten hier hinzulocken und die vielleicht unterwegs ein bisschen wegsnacken. Weiß ich aber noch nicht, bin ich mir noch unschlüssig. Gucken wir mal, was das Land hier sagt, sobald der Turm da steht. Okay. Mittelgroßes Wohnhaus und ich sehe... Hat er sich mal wieder mit Holz zugebaut? Will ich vielleicht doch schon wissen. Wisst ihr was? Ich speichere mal und wir gucken mal, ob wir nicht doch vorpreschen. Wenn er mir zu viel entgegenwirft, werde ich mich zurückziehen. Aber ansonsten würde ich sagen, ziehen wir das Ganze doch einfach mal durch. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Ach, das war nur Aussichtsturm. Ich depp. Oh, von wegen nicht besetzt. Oh, ich bin so blöd manchmal. Entschuldigt bitte.
Ja, ist das mir tatsächlich wirklich jetzt aufgefallen. Also, falls ihr schon kommentiert habt von wegen, Alter, bist du doof, habt ihr recht. Ja. So ist das. So, dann haut ihn mal aufs Maul. Liebe Bogenschützen, ihr dürft auch gerne mal schießen und nicht immer nur die Schwertkämpfer alles machen lassen. Aber die wollen ja, glaube ich, gerade dahin rennen und das verteidigen. Ja. Erster Turm ist schon unser. Aber da kommt tatsächlich nicht so viel Gegenwehr, wie erst befürchtet. Das könnten wir möglicherweise gut schaffen. Vor allem, wenn die durchrennen wollen zu dem Gebäude und uns die mal währenddessen wegschnetzeln lassen. Ja, geil. Läuft bei uns, würde ich sagen. Oh, da unten kommt noch was. Wir warten mal kurz hier. Lassen wir ihn ruhig mal kommen. So, haut ihm auf die Schnauze. Dankeschön. Ja, Leute, das scheint tatsächlich eine deutlich einfachere Kiste zu werden, als ich dachte. Habe ich zumindest jetzt gerade den Eindruck. So, liebe Bogenschützen, geht's Ihnen direkt... Oh, da kommt doch noch ein bisschen... Oi, da kommt doch noch ein bisschen mehr. Aber die sind ja alle so blöd und rennen durch. Beziehungsweise haben nicht wirklich das Bedürfnis anzugreifen. Finde ich gut. Spricht für euch. Hm, das hätte ich eher machen sollen. Hier einfach mal so eine Schneise reinschlagen. Ich glaube, das hätte schon mir einiges erleichtert. Oh, da unten gibt es Pfeilfeuer. Das heißt, wir ziehen uns mal zurück. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch erst einmal hier oben das zu Ende einzunehmen. Die Türme lasse ich vorerst stehen. Einfach, dass ich da auch ein bisschen den Überblick behalte und was sehe. So, wir gönnen uns noch einen großen Tempel, bevor hier alles überquillt an Holz. Oha, Pfeilfeuer. Nix gut, bitte einmal durchrushen und ihm auf die Schnauze hauen. Wie viel Kampfkraft haben wir überhaupt dabei? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. 63, ja mein Gott. Oh, ich hätte schon längst eine Waffe upgraden können. Das habe ich verpennt. Tja, selbst schuld. Ach ne, guck mal, wer da zum Spielen kommt. Papa Schlumpf und seine Bogenschützen-Crew. So, leider hält der eine Dicke uns da doch ganz schön im Schach. Muss man sagen. Haben wir endlich genug Mana? Nein, immer noch nicht. Reisbauer Junge, was ist mit dir? Wir brauchen Reis. Und zwar ganz schnell. Oh, oh, oh. Da gibt es doch noch ein bisschen mehr Feindfeuer. Ihr geht mal da oben hin, falls das da noch ein bisschen dauern wird. Ihr da unten und ihr, liebe Bogenschützen, geht auch mal bitte da runter. Und fangt mal ab, was euch noch entgegenkommt. Ja, sehr schön. Die Butze hätten wir. Und dann einmal bitte da runter. Ja, rennt alle weg, damit ihr euch abknallen lasst. Geil. Ihr mal bitte dazu. Ja, bin noch schon da. Oi, oi, oh, oh, shit. Oi, 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 oi. Ich befürchte fast, ich habe mich da doch ein wenig übernommen. Ja, da würde ich doch mal sagen, ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Ja, wobei, noch geht's einigermaßen. Er zieht sich jetzt gerade nämlich zurück. Kommt mal dazu, ich gebe noch nicht auf. Könnte noch was werden. Oh, wird aber eng. Erst recht, wenn wir nicht mal zeitnah unser Mana zusammenkriegen, dass wir mehr Waffen produzieren können.
Und ich befürchte, ich brauche noch ein weiteres großes Wohnhaus. Naja. Ich krieg doch hier leider aufs Maul. Die Bogenschützen hier, die fressen mich auf. Wobei, schießt mir ruhig erstmal die Bogenschützen im Zweifel ein bisschen ab. Weil viel kommt nicht mehr da unten. Besser die Bogenschützen als die Einheiten, die das Gebäude nur noch wenigstens einnehmen können, denke ich mir gerade. Das war jetzt so mein Hintergedanke an der Stelle. So, hätten wir noch den letzten. Genau, fangen die schön schon mal ein paar Pfeile ein. Zack. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt den Laden hier mal voll. Dass wir dann doch mal ein bisschen Rückhalt haben. Und uns nicht vollends verzocken. So, ihr Lieben, ich werde mal speichern und wir werden an der Stelle mal einen kleinen Cut machen. So, ich habe jetzt das Savegame überschrieben, deswegen toi toi toi, drückt uns die Daumen, dass wir uns nicht verzockt haben. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski.